Hallo liebe Schachfreunde, willkommen auf meinem Kanal zum Schach 960 Training. Wie immer habe ich drei Aufgaben unterschiedlichen Schweregrades für euch zum selber Lösen herausgesucht. Das hier ist die leichte Aufgabe. In dieser Stellung hier hat Schwarz Dame E8 gezogen. Das dient vor allem der Überdeckung des Feldes F7, sodass Schwarz im nächsten Zug Turm E5 oder Dame schlägt E5 ziehen möchte. Weiß hat hier Läufer G3 gespielt und nun ergeht die Frage an euch, was ist hier der Zug für Schwarz, der am schnellsten Material gewinnt? Und damit sind wir schon bei der mittelschweren Aufgabe. Hier in dieser Stellung war der letzte Zug von Schwarz Springer A6 C7. Das war ein taktischer Fehler. Weiß kann nun in einigen Zügen ganz klaren Vorteil erringen. Für einen routinierten Vereinsspieler sollte diese Aufgabe eigentlich leicht zu lösen sein. Die Frage also, wie kann Weiß hier am Zug klar das bessere Spiel bekommen? Und damit sind wir schon bei der schweren Aufgabe. Hier hat Weiß soeben H2, H3 gezogen. Und bevor ihr konkrete Varianten berechnet, würde ich wie immer erst einmal empfehlen, eine objektive Stellungsbewertung vorzunehmen, um überhaupt herauszufinden, ob man hier als Schwarzer auf Gewinn spielen kann oder vielleicht mit einer Ausgleichsvariante zufrieden sein muss. Und die Frage lautet dann also hier, was ist hier die beste Fortsetzung für Schwarz? Und damit sind wir hier schon bei den Lösungen. Ja, Schwarz hat das Hauptaugenmerk hier auf Drohungen im Zentrum ausgelegt, aber er hat auch am Damenflügel eine Drohung aufgestellt und die hat Weiß übersehen. Schwarz kann hier mit Läufer B5 hier einen Spieß auf Dame und König setzen und sofort gewinnen. D7 ändert nichts daran, dass Weiß hier klar auf Gewinn steht. Es kommt Läufer C4 mit Schach, B schlägt C4 und nun Dame H5 ebenfalls mit Schach und Weiß steht klar auf Gewinn, da nach König E1 Dame F3 folgen kann und das ist ein Mattangriff. Weiß kommt nicht zur Umwandlung des D-Bauern in eine neue Dame. So ganz allmählich, wie ihr seht, legen wir also bei den leichten Aufgaben im Schwierigkeitsgrad ein bisschen was drauf. Und damit sind wir bei der mittelschweren Aufgabe. Ja, es ist hier eine erzwungene Zug- und Schlagfolge, die den Weißen hier klar in Vorteil bringt. Und das geht folgendermaßen. Springer C5 greift die Dame an. Die Dame muss den Springer C7 gedeckt halten, also Dame C8. Nun aber Läufer schlägt C7, Dame C7, auch das ist erzwungen. Und nun Springer E6, FE6 und Läufer C4. Und Weiß hat klares Übergewicht. Es droht ja sogar schon matt in zwei Zügen. Turm F6 war die Fortsetzung, G5, Turm G6 und Läufer D3. Und Weiß gewinnt nun auch Material und steht klar auf Gewinn. Und damit sind wir schon wieder bei der schweren Aufgabe. Ja, hier haben wir ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man im Schach nie resignieren sollte, auch wenn man Material weniger hat und auch positionell schlecht steht. Weiß scheint hier wirklich alles im Griff zu haben. Er hat Qualität plus einen Mehrbauern und die Dame und der Turm F7 haben am Königsflügel alles im Griff. Dazu deckt der Turm A3 das Einbruchsfeld B3. Und dennoch gibt es hier für Schwarz eine fantastische Möglichkeit zu klarem Ausgleich. Natürlich ist das zunächst einmal das höchste aller Ziele, das für Schwarz erreichbar ist. Man kann schwer nur erklären, wie man erkennen kann, dass genau jetzt für Schwarz etwas Taktisches möglich ist. Zweifellos ist dies auch eine Art Talent, dies zu spüren. Bei genauem Hinsehen kann man aber feststellen, dass die weiße Dame
überlastet sein könnte. Und tatsächlich hat Schwarz hier einen klaren Weg zum Ausgleich und das beginnt mit E5, E4. Das greift die weiße Dame natürlich an. Es ist ziemlich schnell klar, dass die nicht wegziehen kann. Dame F1, E schlägt D3 gibt Schwarz hervorragende Kompensation und schon das bessere Spiel König B1, Springer B3 und meinetwegen Dame G2 und Turm E8. Hier steht Schwarz schon auf Gewinn. Nein, es ist völlig klar, dass D schlägt E4 erzwungen ist. Und nun ist tatsächlich die weiße Dame überlastet. Sie muss nicht nur die Felder D3 und E2, sondern auch das Feld H3 überdecken. Und das kann Schwarz ausnutzen durch das Opfer des Turms auf H3. Turm H3, ein fantastisches Turmopfer. Dame H3 ist auch erzwungen. Und nun Dame E2 und König B1 und Springer D3. Und wie leicht zu erkennen ist, ist das Matt auf B2 nur durch Opfer der weißen Dame zu beheben. Turm A2 scheitert natürlich wegen Dame D1 Matt. Und anders kann das Feld B2 einfach nicht gedeckt werden. Nach Dame D3 und Dame D3, König A1 und Dame schlägt E4 ist die Kombination zu Ende und in diesem Endspiel dürfte Schwarz hervorragende Gewinnaussichten haben, denn die weißen Türme spielen überhaupt nicht zusammen und es geht noch ein Bauer verloren und damit ist wirklich klar, dass hier Weiß am Rande der Niederlage schon steht. E4 nebst Turm H3, das wäre also diese fantastische Lösung gewesen. Wenn ihr diese beiden Züge gefunden habt, dann seid ihr auf dem besten Weg, ein sehr starker Spieler zu werden. Und das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Schach 960 Training heute in einer Woche und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann also, ciao!